Was hast du denn da? Keine Ahnung, Streichhölzer. Streichhölzer. Hallo. Es ist jetzt Abend oder es wird Abend und die Lichtverhältnisse werden immer schlechter werden tatsächlich. Ich kann hier nochmal ein bisschen am Licht wackeln, aber sonst wird das... Das bringt auch nichts. Nee, besser wird das nicht. Ich habe ja mal wieder Herrn Unfug zu ernst genommen, das passiert mir öfter. Was machst du denn da? Er sitzt das erste Mal in seinem ganzen Leben in dieser Ecke hinter der Kamera, deswegen hört ihr ihn wahrscheinlich sogar besser als mich. Und ich wollte ja nun meine Palette mal durchgehen. Ich meine, das soll sowohl ein Sammlungsvideo werden, als auch ein meine Haare stehen komisch ab Video. Okay. Er wird mich permanent ablenken übrigens, das wird fürchterlich werden. Und, ja genau. Und er wird sich hauptsächlich der nonverbalen Sprache bedienen. Insofern mal gucken, wie viel wir von ihm mitkriegen werden. Sag mal hallo. Scheiße. Also, keine Ahnung, ob wir uns da das Richtige angetan haben, aber wir probieren das jetzt einfach mal. Ich habe mich mit Weißwein bewaffnet. Damit ich mehr nerven kann. Es ist nach. Damit es erträglicher wird. Damit es erträglicher wird, ja genau. Ich habe mir auch meinen Tabak hier. Rums. Ich habe mir auch meinen Tabak hierher gelegt. Ich hätte auch noch Zigaretten im Rucksack gehabt, dann brauchst du nicht drehen. Ja, das wäre praktisch, aber ich pull dich da jetzt nicht mehr aus der Ecke raus. Das kann ich dann ja auch alleine machen. Ja. Währenddessen. Währenddessen, nein, hoffentlich nicht. Ja, und ich habe jetzt, also das werden mehrere Teile werden. Ich glaube nicht, dass Herr Unfug Bock hat, bei jedem Teil dabei zu sein, aber... Aber auf jeden Fall. Das war ein Versprechen. Ich wurde ja eingeladen. Ich möchte ja jetzt hier die Crowd auch nicht irgendwie... Jetzt willst du die Crowd pleasen. enttäuschen oder so. Enttäuschen, ja, okay. Ja, ist doch gut. Da habt ihr ihn gekriegt, würde ich mal sagen. Nein, glaube ich nicht. Das war jetzt nur... Seht ihr, das meine ich. Der redet den lieben langen Tag und ein Zehntel davon... Deswegen Herr Unfug, ja. Das ist schon... Fast schon hart, also... Da kommst du jetzt auch nicht mehr von weg. Mhm. Kannst froh sein, dass ich hier keine Gummis liegen habe und ich nebenbei beschieße oder so. Ja, er wird mich trotzdem so ganz so koboldig kann ich nicht. Ich habe hier die erste Palette in der Hand. Das ist die... Das ist eine Smash-Hit-Palette und ich glaube, das ist meine erste. Das ist die 35 irgendwas. Der Aufkleber ist abgerieben. Die habe ich euch schon aber schon ganz oft gezeigt. Das ist die, die so aussieht. Und kennst du die? Ja. Das ist alles, was dir dazu einfällt. Das wird ja ein zähes Video. Ja. Und sofort hat er Zettel und Stift in der Hand. Nee, du schreibst jetzt nicht deine Kommentare einfach nur auf. Wie meine Kommentare? Ich will ja keine Kommentare schreiben. Ja, ich hatte gerade ihn, er hat sich Zettel und Stift geschnappt und ich hatte ihn im Verdacht, dass er sich aus der Nummer rauswuseln will, indem er einfach seine... Schriftliche Kommentare? Ja, indem er einfach immer nur ein Schild hochhält. Das wäre fair jetzt gewesen. Die bleibt auf jeden Fall. Also, wenn ich zu der Palette nichts weiter sage, dann bleibt die. Wie früher in der Disco so. Wünsche auf die Theke legen. Ja. Ich mach genau. Das immer noch so. Ich möchte gerne die... Welche möchtest du sehen? Peach Dings da Bums da. Warte, ich muss dir noch den Zettel geben. Die hier möchte er sehen. Keine Ahnung. Zack. Ja, da ist sie. Das war gerade... Ja, ich habe sie ja direkt vor mir gesehen. Ja. Deswegen. Die wollte er sehen. Dann machen wir das auch so. Das ist eine der wenigen High-End... Also was heißt... Naja, jetzt sagt sie wenig. Also der Anteil von High-End an meiner Sammlung ist nicht riesig, aber ich glaube, aber mittlerweile, also es sind anteilig wenige, aber es sind nicht wenige, habe ich so das Gefühl. Das ist eine davon und die ist wunderschön. Ich habe auch das, also den Geruch, da werde ich mein Leben lang nicht mehr klarkommen, aber... Mücke! Da! Ja, da setze ich hin. Ja, Alter, ist das ein Riesenvieh. Ja, Mücke-Tag. Ja, Fenster auf und Licht an, ne? War vielleicht nicht so schlau. Yay, catch up. Die muss ich euch auch nicht großartig swatchen. Die kennt jeder. Und das ist eins der Prachtstücke, weil das Ding ist...
taktikblind und besoffen, da kann ich alles mitmachen. Das funktioniert immer. Nicht wahr? Da habe ich noch nie was mitgeschminkt, was ich nicht gut fand. Und jetzt ärgere ich mich, dass ich die kleine Nerf bei Eike vergessen habe. Um die Mücke zu beschießen? Ja. Ja. Wie konnte ich auch auf andere Ideen kommen? Ich habe übrigens nur meine Brille nicht auf, weil das tierisch spiegeln würde. Dadurch, dass es hier hinten jetzt so dunkel ist, dann spiegelt sich das immer so in meiner Brille und das nervt. Du willst mich nur nicht sehen. Ja, ist ganz nett, dass das so ein bisschen verschwommen ist. So, womit machen wir denn weiter? Guck mal in die Kiste. Welche willst du sehen? Was spricht dich an? Was möchtest du angucken? Naja, ich kenne die ja. Ich glaube, ihr kennt sie wirklich alle. Aber welche soll ich rausziehen? Mehr nach rechts. Und jetzt einfach irgendwo runter. Ja, das ist super. Ah, das ist eine der neuesten. Die habe ich mir ja selber gekauft. Das ist die BH Cosmetics Fairy Light. Das ist, wo ich gesagt habe, das Konzept stimmt. Es ist Party in einer Palette. Das Ding ist ganz, ganz toll gelungen. Also, ist nur noch nicht so viel zum Einsatz gekommen, weil ich ja immer so viel Neues ausprobieren muss, aber, oder will. Ne? Aber, ja, die ist mega primig. Nachdem ich sie erworben habe, also ich habe sie ja mit Hilfe eines Gutscheins erworben und habe dann selber, keine Ahnung, einen Zehner investiert. Später war sie praktisch auf den Zehner reduziert und ich hätte sie für 1,11 € kriegen können oder so, keine Ahnung. Aber ja, es war a little bit frustrating. So, nächste. Sag mal. Ich hab mehr nach links. Mehr nach vorne. Ja, und jetzt irgendwo. Piep, 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 piep. Wir haben die original Naked Palette von Urban Decay gezogen. Das war ein Geschenk. An diesen Moment erinnern wir uns, glaube ich, alle. Nee, das habe ich live ausgepackt, oder? Ich glaube nicht vor der Kamera. Ich glaube, ich habe das live ausgepackt. Da bin ich fürchterlich sentimental geworden. Und ich werde das. Der Unterschied zwischen live ausgepackt und vor der Kamera, hey? Instagram Live Chat. Der auch nur 24 Stunden online bleibt, nachdem man ihn gemacht hat. Und vor der Kamera halt. So wie jetzt. Sag mal, beides vor der Kamera. Ja, aber vor der Kamera ist für YouTube und live ist Instagram bei mir. Okay. Ist ganz spezifisch. Ja, Riesenunterschiede. Wenn ich dieses Schätzchen angucke, dann Vergangenheitslu sitzt da und weint freudig. Also das ist einfach nur. Das ist einfach nur eine Schönheit und die funktioniert und die ist hübsch und geht immer. Jetzt kommt Svenny noch dazu. Küchenparty, hallo. Na, guck mal, ich habe mir ein Glas Wein hingestellt. Kann ich mehr nerven? Was? Kann ich mehr nerven? Meine Toleranz wird durch Weißwein erhöht, glaubt er. Also hoffe ich. Hoffe ich. Hast du die Dings genommen? Die weiße Mädchentraube? Nee, ich hatte noch selber tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was trinke ich eigentlich? Weißwein. Weißwein, süßen, natürlich. Ich mag keinen trockenen. Qualitätswein aus der Rheinkette. Oha. 2018er. Ja, 2018er. Ich mag eher taubig. Mainzer Domherr. Den Mainzer Domherr. Okay, ja. Ja. Klingt nach Qualitätswein. Ja, es werden Mainzer Domherren genommen, totgeschlagen, ausgequetscht. Und dann kommt auch Weißwein bei längs. Ich gucke gerade Wein gegen. Ja, ich musste an den Kometenwein denken. Hm? An den Kometenwein. Den Kometenwein? Ja. Mörs. Ach so, ja, nee, da bin ich raus. Ich kenne nur die Fuhlsteller Vogelspinne. Ach so, okay. Das ist Qualität, einer wie der andere. Genau, dann habe ich hier die, also wie die aussieht, kann man sich ja denken. Und jetzt habe ich ja seit ganz, ganz kurzem, und ich habe sie ja vor der Kamera noch nicht Probe gefahren, habe ich ja praktisch das Original. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Unterschiede sind nur vom Raufgucken tatsächlich schon so groß. Also allein, wenn ich den hintersten Ton hier angucke und so, ich glaube, ich werde die trotzdem behalten. Obwohl das vielleicht nicht so... Ich lege sie mal auf den Vielleicht-Stapel.
Wir haben bis jetzt keine einzige aussortiert und eine auf dem Vielleicht-Stapel. Es läuft. Es läuft. Achso, du willst aussuchen. Nein. Doch, komm. Wie soll ich das dann machen? Sag mal. Ja, dein Greifarm funktioniert nicht. Da schmeißt du ständig einen Euro rein und es landet nie da, wo es soll. Also das Kuscheltier, was ich haben will, habe ich noch nicht gekriegt. Ich habe hier auch echt keins. Wer hat dir denn erzählt, dass es hier Kuscheltiere gibt? Am Greifarm gibt es immer Kuscheltiere. Ach so. Oder iPhone S4. Na gut. Ach nee, wie heißen die denn hier? Doch, gibt's das? Nee. Ich weiß nicht, ist ja egal. Prost! Guck mal. Yay! Pickle Rick. Ausgezeichnet. Er hat ein Stofftier. Mr. Gurke. Ja. Nee, das ist Pickle Rick aus Rick and Morty. Ja, ja. Oh, oh Gott, Gott, ich muss mich um die Katze kümmern. Nein, du musst hier bleiben. Nee, ja, das ist Svenny kümmert sich um die arme Katze. Das klingt fürchterlich. Ja, sie hat gerade wirklich ganz schön losgebrüllt. Die ist aus dem Fenster gesprungen. Nein, ist sie nicht. Ich sehe das Fenster von hier aus, du Blödmann. Nein, du weißt aber, was ich meine. Ach so, ja. Das so stelle ich mir vor, wenn eine Katze aus dem Fenster springt so klingt und das. Sich erschrecken würde. Okay. Wenn sie dann heil unten auf dem Rasen angekommen ist und nicht mehr weiß, wie sie hochkommt. Ja, so stimmt, so klingt das. Scheiße. Das ist Take Me to Brazil. Take Me Back to Brazil tatsächlich. Oh, das ist die, back sogar. Ja, das ist die zweite. Und Nelly und ich haben ja zusammen dieses Video gemacht, wo wir praktisch, also welche 10 Paletten würde man behalten? Das war das Thema. Und Das kommt dabei raus, wenn du Take Me Back to Brazil. Back. Du darfst übrigens nicht zu viel singen, ist dir klar, ne? Wieso? YouTube. Dann hörst du. Ach so, oh Gott. Ja. Mache ich Lizenzfälle, ja. Dinger. Ja. Aber es waren nur Samples. Ich glaube, du musst 10 Sekunden oder so am Stück singen. Und dann muss das Programm das auch erkennen und finden. Das ist, glaube ich. Ja, ich leihe, alles gut. Ich habe ja echt so YouTube-Style einen Yankee-Candle hingestellt. Ich habe günstig welche bei Rossmann geschossen. Naja, auf jeden Fall. So, ich habe gesagt, die würde ich in diese 10er-Auflistung mit reinnehmen, weil die... Ja, aber es ist auch wirklich so. Also selbst wenn ich jetzt an meine anderen bunten Paletten denke... So ein Grün hier zum Beispiel habe ich in den anderen nicht. Yeah, die Potten! Ich darf Sachen kaputt machen, komm schon! Oh Gott. Darf ich vorstellen, da hinter der Kamera sitzt der weltgrößte Fan von Make-Up Breakup. Geiler Scheiß. Und wie oft er mich schon gefragt hat, ob ich nicht... ich werde sie behalten. Ja, aber die ist doch perfekt zum Auseinandernehmen. Das ist genau wie gestern mit der Morphe-Palette. Das ist so ein Pappteil, die kann ja, ich das so total auseinandernehmen. Ja, ich lass mich begeistert sein. Ja, du kannst so viel begeistert sein, wie du willst. Das heißt nicht, dass du... Gib mir ein Cuttermesser und ich mach sie kaputt. Na? Ja, aber wenn es nur um den einen Farbton da geht. Nee, geht's ja nicht. Es geht um mehrere. Ja, okay. Die anderen 3 kriege ich auch da raus. Du wirst sie aber kaputt machen. Nein. Ich schwör, ey. Ich überleg mir das mal. Ob ich ihn daran lasse. So, die nächste war tatsächlich auch in diesem Video. Und zwar ist das die Matte Eyeshadow Palette, die Midnight Collection von Claudia mit K. von Reval de Lubiang. Da habe ich, keine Ahnung, 3,65 für bezahlt, weil ich die auch noch mit Rabatt geschossen habe. Und nee, das funktioniert nicht. Schade. Er hat versucht, Häschenschatten vor meiner Softbox zu machen. Deswegen heißt es Softbox. Also was nicht funktioniert. Meistens jedenfalls. Die bleibt auch auf jeden Fall. Die hat einfach matte Töne, die ich sonst eigentlich nicht habe. Es sei denn, das stellt sich jetzt im Laufe des Videos raus. Aber im Grunde genommen sind da so viele geile abgefahren. Und die Qualität stimmt einfach tatsächlich. Zeig mal. Möchtest du die haben? Ja, mach mal. Jetzt kommt die nächste Matte und das ist eine von Luvia. Luvia war für mich eine Zeit lang tatsächlich, also erst kannte ich die gar nicht, dann kannte ich die Pinsel, weil ich die in der Post hatte. Und was möchtest du?
Ein Arbeitsmittel. Ein Pinsel? Ja. Ich habe hier keinen. Wieso nicht? Du hast hier meinen Pinsel rum. Ja, ich habe die weggeräumt, damit wir hier sitzen können. Schlechte Vorbereitung. Wieso? Kannst du auch mit dem Finger reingehen? Nee, das will ich ja nicht. Warum? Es geht mir ja darum, die mit dem Pinsel auszuprobieren und eben nicht mit dem Finger. Weil du mir beigebracht hast, Konsistenz mit Finger ist vollkommen anders als Konsistenz mit Pinsel. Das stimmt. Und wenn ich mir hier so angucke, was da so für tiefe Kratzer, nennen wir es mal so, ja, drin sind, bin ich am Überlegen, was du für Wildschweinborsten in deinen Pinseln drin hast. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo eine Palette habe, wo noch ein Pinsel drin ist. Ich denke nicht. Dann nehme ich Mr. Gurke. Nein. Mr. Gurke. Ich habe hier. Was? Nein, alles gut. Passt schon. Warte. Ist nur eine bekloppte Idee da gewesen. Ja, Tastaturreiniger. Es ist so schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Dippst da in die Lidschatten rein? Naja, er macht das schon. Genau, Luvia kannte ich erst nur von Pinseln. Dann. Was kam denn dann? Dann hatte ich mal Lippenstift in der Post. Also, so nach und nach hat sich das ja etabliert, sage ich mal. Dass die Range immer größer wurde. Und ich glaube, der größte Kracher war bisher die Highlighter-Palette mit Maxim. Also, das war, glaube ich, das Ding mit der größten medialen Aufmerksamkeit irgendwie. Und ja, die ist super. Die Farben funktionieren. Die Qualität ist schön. Und damit hat man einfach so eine schöne, matte, ich kann fast, ja, im Grunde genommen alles Palette. Da sind Übergangstöne drin, warm, kalt, hell, dunkel, blau, grün, pink. Also das Ding ist mega bunt, auch wenn das gar nicht so aussieht. Durch diese merkwürdige Mosaikgestaltung, und zwar merkwürdig im Sinne von, ich finde, die Fännchen fallen in diesem Muster nicht richtig auf. Also das hilft den Fännchen nicht wirklich. Das ist kein geeignetes Passepartout irgendwie. Ja, aber die bleibt auch auf jeden Fall. Ja, hast genug ausprobiert? Ich finde, die lässt sich, glaube ich, relativ gut verblenden. Ja, ne? Also, so verwischen. Ja. Ja. Na, hör auf, keine ekligen Geräusche, bitte. Nee, das ist Corona, ich kann da nichts für. Mhm. Kategorie C, yay. Ja, Kategorie C, genau. Um Gottes Willen, wenn jetzt einer denkt, wir hören eine Nazi-Band, ne? Dann gibt's hier richtig auf den Arsch. Kategorie C ist eine der Gefahrenstufen. Kategorie A ist infiziert. Kategorie B ist, du hattest Kontakt mit einem Infizierten. Kategorie C ist, du hattest Kontakt mit jemandem, der Kontakt mit einem Infizierten hatte und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Dass ihr Bescheid wisst. Und ob wir Kategorie C sind, wissen wir gar nicht. Das, wenn, dann wären wir Kategorie D, weil ja, wir ja Kontakt mit dem... Mit jemandem. Wir hatten Kontakt mit jemandem, der Kontakt mit jemandem, genau, hatte. Genau. Also D sind wir auf jeden Fall. Das muss man mal ganz klar so sagen. Dann habe ich hier eine, die habe ich mir von Nives geschenkt gekriegt. Für C hat es nicht gereicht. Für C hat es nicht. Ja, wir sind keine C-Promis. Dafür reicht's nicht. Scheiße. Es wird immer dunkler, ne? Ich werde immer merkwürdiger ausgeleuchtet. Aber der Highlight, Kacke, ist, oh, die verrückte Dings ist weg. Wir haben nicht mitgekriegt, wo sie hin ist. Ja, die ist direkt über dein Kopfende. Und der macht sie dann ordentlich Scheiß. Was, beim Bett, sagst du? Bestimmt. Boah. Das ist die nächste, die behalte ich auf jeden Fall. Das ist eine Soap & Glory Lidschattenpalette. Und ich habe sonst dekorative Kosmetik von Soap & Glory, bin ich tatsächlich eher raus. Da steht drauf, just close your eyes, dust on and dazzle them. Also, ne? Oh, die Folie ist noch auf dem Spiegel. Kann ich noch abziehen. Das mache ich später. Das ist das gute Stück. Die ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht benutzt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Und das war einfach ein Geschenk, das hat Erinnerungswert. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn du die Naked-Paletten hast, braucht man dann die hier. Weiß ich nicht. Aber ich finde die schön und das ist meine einzige von Soap & Glory. Und ja. So, willst du nochmal, dass ich... Ja, die da. Er hat die Gurke da drauf geworfen. Die Stoffgurke auf die Lidschattenpaletten. Ich wusste, es konnte nichts passieren. Na gut. Ja, grün zu grün, würde ich sagen. Grün zu grün, das hier? Ja, deswegen, okay. Ja, grün, okay, zu grün. Das ist eine der ganz neuen, also im Sinne von kommt aus der Post. Die habe ich jetzt einmal benutzt und war sehr, sehr zufrieden. Und das Ding ist halt,
Ich habe auch noch. Wo ist die denn jetzt hin? Habe ich die jetzt hier gar nicht? Das ist ja schlecht jetzt. Ich habe aus der LE halt noch die Berry und die Spice. Und dass die drei zusammenbleiben, ist ja klar. Also nichts mit limitierte Catrice-Paletten weggeben. So weit kommt das hier noch. Mein Stapel ist eigentlich relativ stabil. Ich habe trotzdem Angst, dass das irgendwann schief geht. Was hast du da denn jetzt schon wieder? Ich schwöre euch, das ist... Also, das ist schlimm mit mir, ne? Ja. Yeah. Kennt ihr die Geschichten, die Leute erzählen, die sich gerade einen jungen Hund gekauft haben, dass man den nicht eine Sekunde aus den Augen lassen kann, weil der sonst einen Schuh frisst oder sowas? So ist das seit 42 Jahren bei mir. Ja. Das trifft es ziemlich gut. So, und jetzt haben wir hier zwei Paletten, die gehören auch einfach zusammen. Und zwar einmal die Nude Cute und einmal die Nude Dude. Von The Balm. Und die sind vom Design her einfach zauberhaft. Wenn Sexismus im Gewand der 50er Jahre kommt, kann ich damit einigermaßen umgehen. Das ist ja gut zu wissen. An den Herd. Ha, ja, los, hau sie. Nö, das ist deine. Außerdem, man muss ja dazu sagen, The Balm gleicht das dann ja auch immer aus. Nicht wahr? Insofern alles gut. Mein Sensor schlägt mich. Nimm das von der... Sag mal. Was ist denn? Das ist eine Tigermücke. Das ist eine Tigermücke? Die hat gestreifte Beine. Guck, ja, das und dann, kannst du sogar richtig erkennen. Und dann passiert was? Ja, die hat gestreifte Beine. Und dann? Was ist daran was? So schlimm? Das ist ein... Wie heißen die hier? Jetzt vorne hier übrigens in meinem Sternchenbademantel rum und schlägt Tiere tot. Das ist der Hammer mit dem Kerl. Ja? Jetzt hat er sich angezündet. Was? Wer weiß, wie, ob die noch lebt oder so. Ach so, oder Feuer, ob sie vielleicht noch Eier legt in deinem Aschenbecher. Nein, Feuerbestattung. So viel Zeit muss sein. Okay. Genau. Du hast deine Hand, glaube ich, ganz falsch gehalten. Aber ich war nicht beim Bund, von daher kann ich da nicht viel zu sagen. Ich habe irgendwo auf der Welt wird das der korrekte Gruß sein zur Feuerbestattung nur, einer Mücke. Seid bereit, immer bereit. Das geht noch. Das hast du noch drin. Ja, das ist, wenn mir das einer nachts sagen würde, das würde auch automatisch funktionieren. Immer bereit. Ja. Ach schön, mir wird schon ganz warm ums Herz. Mir ausgezeichnet, mehr Wein für Luzi. Ja, mehr Wein für mich. Dann habe ich welche, das ist auch ein Pärchen, das kann man halt auch nicht trennen. Und zwar einmal die Fiery und die Nude. Das sind die von Beauty Bay. An die wäre ich ja ohne euch nie rangekommen und genau deswegen bleiben die auch genau da, wo sie sind. Es läuft wie am Schnürchen mit dem Aussortieren, ich sage euch das. Besser geht's nicht. Der sitzt da und wenn ich ihn nicht beachte oder nicht mit ihm rede... Was? Ich guck, ob noch mehr Mücken da sind. Ach so. Hast du den Mückenradar angeschmissen? Ja. So, jetzt kommt der erste, bei dem ich sage... Ich möchte das nicht. Ich möchte das behalten. Und zwar ist das die Glam Wanted Eyeshadow Palette von Reval de Loup. Das war eine LE. Die hat hier halt so ein Plastikfenster. Das heißt, zum Reisen ist die so semi geeignet, weißt du? Weil, siehst du ja. Wie findest du die denn? Entschuldigung. Ich hätte jetzt beinahe wieder einen Kobold-Kommentar abgegeben, aber ich weiß nicht, gib mal her. Ich gebe sie ihm mal zur Begutachtung und dann warten wir das Urteil ab. Inzwischen mache ich weiter. Ist das in Ordnung? Wo hast du ihn? Wo habe ich denn den Pinselreiniger gelassen? Da. Den Pinsel. Den Tastaturreiniger. Ja, ist immer das. Immer was anderes. Wir lassen die Kamera auch einfach laufen und wenn final zu Ende ist, ist es zu Ende und dann machen wir morgen weiter. Auf jeden Fall. Also alleine, weil ich sowieso keine sonstige Juvia's Place habe. Aber nicht nur deswegen. Denn diese Palette rockt ohne Ende. Die Pigmentierung ist nicht von dieser Welt. Und alleine für diesen einen Ton, und wenn es nur um den geht, und zwar um Nomad, das ist ein Multichrom. Und wir... Also ich finde sie...
Entschuldigung, ja, wenn ich dazwischen quasi. Ich finde, sie krümelt ganz schön, aber ist okay. Das heißt, wir werden ein Plätzchen finden. Du willst aussortieren. Ah, ich weiß. Also erstmal zeige ich euch Nomad. Der hat halt Gold, Orange, Rot, Pink, alles Mögliche. Den habe ich ja schon dreimal gezeigt. Also insofern. Das Ding ist, hier ist halt Royal drin. Der ist sehr hübsch. Wobei hier gerade nicht so viel passiert. Hallo. Dann ist hier Crush drin. Also in der hier jetzt. Und jetzt gucke ich mal. Okay, also der Duochromton ist sehr zart in der, also von den beiden jetzt hier. Also ich glaube, grundsätzlich finde ich die von der Textur her und so ganz okay und auch von der Deckkraft. Mhm. Ich finde aber im Pfännchen krümelt die wie Sau. Vielleicht mag das auch an dem Tastaturreiniger. Vielleicht warst du auch, ja. Also er hat halt so einen hier benutzt, um sich das Ding anzugucken. Mehr wird mir hier ja nicht zur Verfügung gestellt. Nee, wir sind hier nicht bei Profis. Schlechte Ausstattung. Also ansonsten ist die halt echt gut durchdacht, ne? Du hast den Verblendeton, du hast noch einen, ein bisschen peachiger, du hast eine Lidfaltenfarbe, das ist eine total schlüssige Palette an sich. Und ich glaube, genau deswegen verschenke ich die, weil da wirklich jemand was mit anfangen kann. Und ich glaube, wenn ich solche, keine Ahnung, solche Kollegen dann noch neben habe, also sowas hier, dann ist das in Ordnung, wenn ich darauf verzichte. Oh, Alter, ist der schön. Ich bin gerade begeistert von Marrakesch. So heißt der Ton. Das ist der hier. Guck ihn dir an. Er hier. Wunderschön. Ja. Soll ich mir ein Tuch reinlegen? Ja. You're so pretty. Die hat das gleiche Format, also jetzt nur die Kantenabmessung. Na, nicht hundertprozentig, aber wie die von Beauty Bay. Und hier wackelt das ein bisschen, das war nicht so schön. Oh, lieber so. Ich glaube, ich brauche mal. Nee, ich nehme mir mal hier so ein ölfreies Pad, die habe ich ja hier auch noch. Da stand nur immer der Wecker drauf. Das ist das, was immer runtergefallen ist. Nein! Tschüss. Ich habe schon wieder meine Eos Lip Balsam ins Nirvana geschossen hier geblieben. Was hast du da denn jetzt schon wieder erwischt? Irgendeine komische Fännchen. Oh ja, das war eine Kiko-Lidschattenverpackung, die ich immer noch nicht weggeräumt habe. Also bitte. Ja. Und jetzt überlegen alle, wann hat sie denn die Kiko-Lidschatten gekriegt? Das ist lange her. Das ist lange her. Und jetzt bist du voll am Arsch. Ich habe ein Gummi gefunden. Oh. Ich habe wirklich ein Gummiband gefunden. Ich möchte das nicht. Ich tue es erstmal dahin. Okay. Das kommt unvermittelt. Du wirst es gar nicht merken. Die habe ich mir selber gekauft. Insta-Sale tatsächlich. Und habe da 12 Euro für ausgegeben und bin, also zufriedener könnte man nicht sein. Die Qualität ist außergewöhnlich gut. Die Farben sind, ich liebe diese Farben, klar. Das ist absolut meine Komfortzone. Empress, Your Majesty, dann haben wir Noble Woman. Also, ne? Dass die bleibt, war ja völlig klar. Irgendwie sehen die Swatches denen, die ich eben gemacht habe, ganz schön ähnlich. Das ist nicht das, was ich rausfinden wollte. Aber ich kann ja nicht sagen, weil ich die Color Drain Queen of Hearts habe, brauche ich die Saharan 2 von Juvia's nicht. Das ist ja Quatsch. Nicht wahr? Das ist ja Quatsch. Denn hier ist ja Nomad drin und den wollen wir ja behalten. Unter anderem. Nicht wahr? So. Ach ja, auch Nibis. Hat sie mir mal geschenkt zum Geburtstag, meine ich. Das ist die Feline Fancy. Ich sag mal Feeling Feline, aber das war ein Lippenstift von Astor. Hier haben wir
Sealed with a Kiss. Da hier steht, also bis ich die Abkürzung rausgekriegt habe. Ne? Und ich habe sie nicht rausgekriegt, jemand hat es mir erzählt. Wink, Text Me und Kiss Kiss. So sieht die aus. Ganz niedlich. Und einfach nur, ja, die ist zauberhaft. Ich swatch auch mal hier einmal durch ein bisschen. Ich glaube, weit kommen wir heute nicht, weil ich ja schon wieder hier rumswatche. Aber ich finde, also Sammlungsvideos ohne Swatchen, das ist ja nicht so, weiß ich nicht. Hier haben wir auch schon wieder ein Duochrom, wie wir sehen können. Und ach, der rote ist auch so eine Schönheit. Siehst du? Wunderschön. Ganz, ganz traumhaft. Ja, Feline Fancy. Sehr gut. Läuft nicht so mit der Sammlungsverkleinerung, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber nein. Genau, und dann habe ich hier... Was denn? Zwei hast du schon. Zwei hast du schon, ja gut, das stimmt. Also das eine ist vielleicht, das andere ist... Ja, ich muss mal gucken, wie ähnlich sich die sind, aber eigentlich ist es Quatsch, die eine zu behalten. Die könnte jemand bekommen, der sich da voll drüber freut und ja. Dann habe ich hier ein kleines High-End-Schätzchen von Urban Decay. Und zwar ist das die... Das ist, da steht tatsächlich nur Shadowbox drauf. Und die ist ganz zauberhaft, weil dieses Urban Decay-Symbol, das überlappt hier und ist so der Verschluss. Ist ganz niedlich. Und hier sind ein paar echte Oldschool Urban Decay-Töne. Wir haben hier Smog. Dann haben wir Baked Cowboy. Ich glaube, den kennt man. Dann haben wir hier Sin. Sin ist einer der Töne. Und Mushroom finde ich auch super. Ich habe euch jetzt hier nur metallische Töne geswatcht, aber kann ich ja auch ruhig mal machen, ne? Das waren jetzt die nicht ganz so bunten, aber die Qualität ist also einwandfrei, wie man sehen kann. Und ja. Und wenn man die hat und die nächste, Moment. Ich bin gerade über die Anzahl von Urban Decay Paletten total platt. Das war mir nicht so klar. Jetzt kommt nämlich noch eine. Und zwar habe ich diese kleine Werkzeugkiste, die habe ich mal von der Beauty-Hexe geschenkt gekriegt, von Anna. Und ja, das ist eine Werkzeugkiste. Also, wir haben Venus schimmert, dann kommt Foxy und WOS, die sind matt. Die beiden sind auch matt. Naked 2 habe ich mal eine Zeit lang, könnt ihr das sehen, für meine Augenbrauen genommen, das mache ich nie wieder. Faint und Crave. Das ist die kleine Werkzeugkiste und dann schnappt man sich die beiden und ist gar nicht so schlecht ausgestattet, wie ich finde. Ja, dann kann ja der Rest weg. Nein, dann... Du verstehst das Prinzip nicht. Aber wenn du sagst, mit den beiden bist du total super ausgestattet. Gar nicht so schlecht ausgestattet. Das heißt, ich könnte mich 2 Tage schminken, ohne Lagerkoller zu kriegen. Okay. You know? Genau das gleiche gilt für die Urban Decay Fun Palette. Die ist auch schon ein ganzes Stückchen älter. Die Töne sind aber noch völlig in Ordnung. Und zwar haben wir hier, ist auch geil, hier ist auch wieder Sin und Baked drin. Wir haben Woodstock, Baked, Uzi, Sin, Flipside und Psychedelic Sister. Das sind die hier. Und ich nehme mal Woodstock, weil also Baked und Sin brauche ich ja jetzt nicht jedes Mal swatchen, wenn es hier beim Weg laufen. So, ich nehme mal die bunten. Und Uzi swatche ich nicht, denn der hat grobe Glitzerpartikel. Und wenn man da auch nur gegenkommt, dann ist er richtig Alarm. Das muss ja nun nicht sein. Auch sehr schön. Und wie gesagt, dann kombiniert mit ihmchen hier, würde ich sagen, läuft der Laden. So, wo habe ich jetzt... Ein bisschen reingehen kannst du schon. Hab ich ja, alles gut. Ach so, okay. Er vergleicht gerade die Shadowbox und die Fun-Palette. Ich glaube, in der Shadowbox sind doppelt oder dreimal so viele Farben drin, so ungefähr. Also doppelt, glaube ich. Mhm. 6 und 12. Ja. Aber der Sinn ist ein ganz klein bisschen unterschiedlich. Ja,
Sollen wir das mal überprüfen? Also nicht nur vom Dings und Fännchen, sondern auch vom Swatch her. Echt? Ja. Das muss ich mir ja jetzt mal angucken. Das ist sehr, wirklich minimal, aber der aus der Shadow-Palette ist ein bisschen heller, finde ich, als der aus der Fun-Palette. Ja, ich habe eben nämlich auch gedacht, dass die tendenziell unterschiedlich aussehen. Der aus der Shadow-Box, ne? Also aus der... Der ist mehr... Der hier, der ist silbriger, ne? Ich wollte gerade sagen, der ist mehr silber-grünlich glitzernd irgendwie so ein bisschen. Und der andere geht mehr ins Gold, Kupfer... Ja, so Champagner, ne? Irgendwo, ja genau. Also hier haben wir Sin aus der Shadowbox und hier haben wir Sin. Lustigerweise, wenn du den zweiten lange genug verreibst, kriegt er genauso einen Silberton. Guck dir auf meinem Handrücken, guck mal in dem Licht hier. Die sind genau gleich. Siehst du das? Nee. Findest du nicht? Nee. Also, er hier ist intensiver. Er hat mehr Glanz. Also der aus der Fun-Palette, also der aus der 6er, hat mehr Glanz als der aus der Shadowbox. Ne? Ich glaube, der hier ist sogar älter als der. Aber also auf dem Auge wirst du den Unterschied nicht sehen. Witzig. Ich lasse die beiden Zinntöne mal schön auf meinem Handrücken. Haben wir hier irgendwo nochmal Zinn drin? Haben wir in der Naked vielleicht nochmal? Jawohl, hier haben wir noch einen Zinn. Du wolltest aber eigentlich einen Aussortier und keinen Wir Swatchen Zinn machen. Gib mir aber mal was ab. Danke. Nee, du sollst mir davon was raufmachen. Wo denn? Da am Finger. Ganz klein bisschen, aber reicht schon. Den würde ich zum Beispiel gerade wieder als hellsten von allen einstufen. Nee. Guck mal. Ja, bei dir auf der Hand, keine Ahnung. Das ist der. Meine Haut ist komisch. Also das sind. Ich habe Epidermis, fuck. Ja. Wir müssen nachher mal gucken, wie laut das auf der Kamera ist. Ne? Du sitzt näher am Mikro als ich. Wenn du losbrüllst, dann. Geht das da rein? Da muss ich aber jetzt immer durch das, wie heißt das Fusselding beim Mikro? Der Flauschfuchs? Schweigefuchs? Nein. Das ist der Fressefuchs. Das ist der Fressefuchs. Und wenn du nicht lieb bist, dann... Fressefuchs. Dann gibst du den Fressefuchs. So. Wir sind gerade so schön bei Urban Decay, dann machen wir doch mal weiter. Yay. Hier haben wir die Naked 2. Wobei ich da immer noch nicht so... ...von überzeugt bist. Ja, manchmal... So, wir haben hier Sin nicht drin. Oh. Gucke. Da ist er nicht drin. Und in der Naked 3 ist er, glaube ich, auch nicht drin. Nee. Nee, ist er auch nicht. Okay, sie haben irgendwann aufgehört. Was machst du jetzt mit den beiden? Wie, was mache ich jetzt mit den beiden? Mit den beiden kleinen? Nee, mit den beiden da, die du gerade aus dem großen Karton genommen hast und überlegen wolltest, ob du sie wegtust oder nicht. Das ist die heilige Dreifaltigkeit. Nein, das sind, ich habe einfach nur alle Paletten aus dem Regal genommen. Ich habe nicht die rausgenommen, von denen ich überlege, ob ich sie wegtue. Das ist ein Sammlungsvideo mit ein bisschen aussortieren, nicht ich sortiere hier alles aus. Achso, das hörte sich gestern aber noch ganz anders an. Naja, ich habe gesagt, wir gehen die mal durch und dann gucken wir mal. Nein, nein, nein. I love you, I love you, I love you. Kein Platz mehr auf dem Tisch. Nee, dann tun wir sie einfach wieder in den Karton. Ja, das geht nicht, dann zeigst du die ja dreimal. Nein, so doof bin ich ja noch nicht. Das wollte ich dir damit auch nicht unterstellen. Ich glaube nicht, aber dass das passiert. Aber ich kann ja deinen Arm steuern, das hast du ja vergessen. Ach so, und du meinst, du kannst ihn so gut steuern, dass ich auf jeden Fall jetzt dreimal hintereinander, dreimal die Naked 3 erwische. Ich denke nicht. Tim. Hör mal, wer da hämmert. Ich glaube nicht, Tim.
So, dann kommt das Schlachtschiff. Es ist in seinem Karton. Muss ich es rausholen? Ja, komm. Es ist wirklich, das Ding ist gigantrös. Das muss man ja einfach mal sagen. Das Design gefällt mir sehr gut, tatsächlich. Mag ich, aus Gründen. Und wirklich eine ganze Batterie von Lidschatten. Man hätte es platzsparender machen können, denke ich. Aber warum? Das war die Jubiläumspalette. 20 Jahre Jubiläum. Ich meine, warum da sparsam sein? Und ganz, ganz tolle. Also gerade die neueren, da sind auch schon kleine Kuhlen drin. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Weil die super weich gepresst sind. Die darf man, im Grunde genommen darf man die gar nicht berühren. Aber ja. Ein Anschauungsobjekt. Ja, es ist so ein bisschen, ja. Der einzige matte Ton in dieser ganzen Palette. Nein, das stimmt nicht. Es sind drei. Entschuldigung. Wir haben Gretchen, I Can't Even und Gigi. Die sind hier unten. Gretchen, I Can't Even und Gigi. Und der Rest ist halt ja, Metallic, Glitter, Metallic und Glitter gemischt. Alles Mögliche. Du bleibst, also das ist ja völlig sinnfrei. Das kann man ja nicht, also die Frage stellt sich gar nicht. Meins. So, was haben wir denn hier? Brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Die ist brandneu. Die 1991. Ganz, ganz großartiges Ding von Beige Cosmetics. Genauso gut wie die Fairy Lights, finde ich. Kann man ganz abgefahrene Sachen mitmachen, weil diese Duochrom-Töne da drin sind. Die drei Lila-Töne sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Also, die sind einfach, ja, die verwandeln so eine Grundfarbe einfach, auch wenn man sie nur drüber macht. Und ich meine, Karma, Lovesick ist auch eine super geile Farbe. Ja, muss ich auch nicht zum 100. Mal swatchen, das Ding hat YouTube rauf und runter gesehen. Aber also, da freue ich mich richtig, dass die in meiner Sammlung ist. Die ist großartig, ganz, ganz, ganz großartig. So, oh ja, dann noch ein Geschenk, was ich zu Weihnachten gekriegt habe. Die Nabla Dreamy Eyeshadow Palette. Das ist meine erste und einzige von Nabla. Qualität ist super. Hier sind die Töne. Sieht initial so ein bisschen zart aus, aber finde ich, also ich bin ja so hell, dass dieses einfach nur dunkle Rot bei mir gerade fast, wenn ich ein Stückchen weiter von der Kamera weggehe, sieht das wie schwarz aus. Und da sind echt so geile Töne drin. Ich nehme mal Delirium. Uilala. Dann nehme ich mal Senorita. Das ist ein Matter. Und dann nehme ich mal Byzantin. Das ist der Hammer. So, ich komme ins Reden und Herr Unfug. Lülülülülü. Ich bin gar nicht mehr da. Man braucht mich nicht beachten. Die Tauben. Die taugen so richtig. Echt schön. Das taugt. Das taugt. Ne? Richtig gutes Zeug. Charlie, ich dachte, er fängt den Ball auf und macht weiter. Jetzt hat er sich, jetzt guckt er, wie lange er schweigen kann. Gerade wenn man mal eine Hände macht. Ja, gebrannt. Danke. Ich glaube, ich habe doch Corona over hier. Meinst du? Ja. Dann sind wir jetzt Kategorie A. Yeah! Aufgestiegen. Aufgestiegen. Oh Gott, das ist kein Level-Up, was ich mir wünsche, ehrlich gesagt. So, dann habe ich mir Claudia mit K. Midnight Collection. Jetzt hat er die Dreamy in der Hand. Jetzt passe ich aber auf. Ich habe mir damals die Glitter gekauft, weil ich dachte, dass es praktisch wäre, jeden auch nur erdenklichen Glitterton einfach da zu haben, in einer Palette. Da können sie ineinander rein glittern und es interessiert keinen. Wisst ihr, was ich meine? Habe ich die oft benutzt? Geht so.
Die sind in so einer Vaseline-Geschichte drin. Und das macht die Verwendung nicht einfach. Also da braucht ihr wirklich, der Manhattan Eyeshadow Primer kann mit denen umgehen. Und eine amtliche Portion Glitterglue von Too Faced oder der NYX Glitter Primer, der hält auch wie verrückt. Die können das, also ohne das kann ich damit nicht arbeiten tatsächlich. Aber wenn ich da drauf gucke, macht mich das einfach nur glücklich. Entschuldigung, aber das macht... Die werde ich behalten. Ja, ja, ja. So, die Revolution-Paletten machen wir in einem gesonderten Video. Das hat überhaupt keinen Zweck, mit denen anzufangen. Da kommen wir ja nirgendwo mehr hin. Dann. No words needed. Ich habe ein Backup von dieser Palette. Ohne Scheiß. Ich hatte die meiner Post. Und ich hab die als Backup behalten. Weil ich, sollte ich mal irgendwo hingehen, knickknack in dieser Situation, aber sollte ich mal irgendwo hingehen und ich hätte nur eine, dann würde ich sie nicht mitnehmen. Weil ich so eine Angst hätte, dass da irgendwas mit passiert. Ja, aber jetzt, wo ich das Backup habe, kann ich die ja aber mitnehmen. Das heißt, wenn Zombie-Apokalypse ist, bist du auf jeden Fall ausgestattet. Ja, ich habe zwei. Wir könnten sie, die eine in unser geheimen Versteckbunker, wo wir 700 Packungen Klopapier haben, da können wir die... Bug-out-Point meinst du? Ja, genau. Da, ja, dann lagern wir die dazwischen und die andere kannst du hier behalten. Genau. Wenn Zombies kommen, können wir die mit der einen bewerfen und du hast noch eine... Genau. Wo dann alles safe ist. Dann sterben die aber einen ganz wunderbaren Tod. Ja, in so einer Glitzerwolke, geil. Ja, die ist ja nicht nur Glitzer, die ist einfach nur Perfektion. Sie werden von Perfektion erschlagen. Die Seelen kommen dann noch in den Himmel. Das möchte ich sehen. Ich nicht. Ich will nicht das. Ich habe gerade dieses bekloppte Bild von Blade im Kopf, wo ja. Er in diesem Kreisel, ich weiß nicht, ist das der erste Teil oder ist das sogar schon der zweite, weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist im ersten Teil. Und er in diesen komischen Art Shuriken-Dings, dieses zweiblättrige Ding und die alle im Kreis einmal platt macht. Ja. So, daran denke ich mit der gerade so. Und dann ist aber nicht nur, dass sie dann alle platt sind, sondern glücklich in den Himmel starren mit lustigen, bunten Glitzerdingern auch. Ja, so wird das laufen. Komisches Bild, aber großartig. Ich finde das total realistisch. Die mag ich auch total gern. Die hat schräge Grün-Gold-Töne, bin ich immer für zu haben. Das Schwarz ist nicht von schlechten Eltern, wenn ich mich richtig erinnere. Nützliche Töne, also die wichtigen Töne sind einfach drin. Hier ist ein schöner warmer Ton, mit dem ich Blödsinn anstellen kann. Die Gesichtsprodukte, also das beides hier sind auch im Endeffekt Lidschatten, die kann ich im Gesicht nicht tragen, die sind zu doll, finde ich persönlich. Dreamland und Starglow, naja, vielleicht probiere ich es doch mal, ich alter Feigling. Die Highlighter hier unten und das Rouge, also das soll glaube ich auch ein Rouge sein, bei den beiden bin ich mir gerade nicht so sicher. Mega Pigmentierung, muss ich tierisch mit aufpassen, aber die ist, also die finde ich richtig gut. Wirklich, wirklich richtig gut. Davon habe ich nur eine. Nur, dass du Bescheid weißt. So, dann habe ich hier einen Fake, den man wahrscheinlich gar nicht wirklich zeigen darf. Aber ich weiß ja gar nicht, wo er herkommt. Ich weiß auch gar nicht, wie er zu mir gekommen ist. Das ist die Erinnerung ist sehr vernebelt, sehr neblig. Also wenn mich jetzt einer fragt, an welchem Tag haben Sie diese Palette bekommen und von wem? Du wüsstest es garantiert, aber... Na, ich kann mich nur an eins von... Weil du schon so viel Wein getrunken hast, ich kann, ist das genau, jetzt ist ganz schwierig. Vollkommen ausgelöscht. Total schwierig. Das ist nicht die, nach der sie aussieht. Das erkennen Experten auch sofort. Aber... Es gibt so ein paar Farben da drin, die ich wirklich gut finde. Und deswegen habe ich die noch. Das ist vor allen Dingen ein Dupe zu einer, die ich halt nicht habe, sozusagen. Das sind die Farben. Also ich habe jetzt nur mal so, ne?
mal so reingedätscht, irgendwie so querbeet. Und ja, wobei, ich kenne jemanden, der die super finden würde. Das ist immer ein Problem, ne? Wenn ich sie gut finde und eigentlich, ne, es gibt überhaupt kein Problem. Und dann fällt mir einer ein, der sich freut. Dann sitze ich in meiner Patsche. Überzeugen von Nummer 3, sozusagen. So, das, da habe ich wieder eine Revolution erwischt. Die machen wir jetzt nicht. So, dann habe ich hier meine erste und einzige Jeffree Star. Die habe ich auch mal günstig auf Instagram geschossen. Das ist die Androgyny. Und jetzt kommt das, was ich selber nicht bedacht habe, obwohl ich mir 1000 Videos hätte angucken können. Alle außer den ersten dreien hier. Das sind keine, wie soll ich sagen, Töne in der mittleren Range, sondern an mir sind die dunkel. Also der Effekt von Déjà-vu, auch wenn der schimmert, ist ähnlich wie, also, ne? Was Dunkelheit angeht, ne? Dunkel hier. Die sind also so krass, also mal abgesehen davon, dass das also gerade Swallow und Dominatrix, ja, Dominatrix geht noch, aber Swallow ist halt der ist super geil, ne? Keine Frage. Aber das sind halt auch echt Schweinchen zum Verblenden. Aber guck mal, wie dunkel die sind. Das ist krass. Also, ich kann mit Military umgehen, ich kann mit Androgyny umgehen, mit Fetish, weil er rot ist. Und aber Poison und Swallow und Dominatrix, da tue ich mich nach wie vor ein bisschen schwer mit. Weil das halt auch alles so Alleindarsteller sind, ne? Das sind so Rockstars, die wollen niemandem anderen Platz machen irgendwie. Und ja, finde ich das tatsächlich, also nur die benutzen geht nicht. Ich muss immer was dazu holen. Aber das ist ja eigentlich generell so. Also eigentlich ist das auch kein Kriterium. Nö, und das ist meine einzige Jeffree Star Palette und die bleibt auf jeden Fall. Also nicht nur, weil sie, also da sind schon gute Farben drin, ne? Und ich habe auch das Gefühl, so richtig eingegroovt haben wir uns noch nicht. Das ist ein Wort, was mein Vater benutzt, ja. Die ist schön. Und die Verpackung finde ich auch gut. Das ist mehr als stabil und das taugt. Und Fug möchte sie sich angucken. Ach Gott, was machst du denn hier? Du gehörst hier gar nicht rein. Hier ist eine Essence-Palette. Die habe ich gesondert in der Kiste. Das ist die Fall Back to Nature. Das ist eine meiner, also allzeit beliebteste LE bei mir. Da draußen. Die ersten fangen an, die Fenster zuzumachen. Ja, ey. Oh, nein, tun sie nicht zum Glück. Aber das ist das kleine Schätzchen hier. Ist gar nicht so aufregend, aber sie hat einen schönen Grundton. Und zwar den Get Mossy. Der ist cool. Why Not Walnut ist eins der kühlsten Brauntöne, die ich kenne, ohne dabei so super mega. Hoppla. So super mega dunkel zu sein. Das ist die einmal matt, einmal schimmernd. Genau. Das weiß der noch. Du bist ja süß. Ja, also wie gesagt, also die mag ich einfach. Die ist tendenziell echt kalt. Ich brauche was zu trinken. Du brauchst was zu trinken? Sollen wir einmal auf Stopp machen und uns was zu trinken holen? Du kannst ja weitermachen und ich versuche mich hier rauszuquengeln, ohne dass ich irgendwo das wird nicht funktionieren. Dinge umwerfe und dir das den nicht kannst du das vollkommen mal raube. Ja genau, den kannst du da hinstellen. Hier steht natürlich auch mein Werkzeugkocher rum und... So, guck mal, jetzt mache ich hier einen auf den. Ja, ja. Einen auf den. Es wird hier gleich dunkel, Moment. Nee, jetzt nehme ich nicht. Ich bin hier voll. Pass bloß auf den Aschenbecher. Schlangenmensch. Ja. Er hat sich da tatsächlich rausgeschlängelt, das ist unfassbar. Der ist größer als ich, aber den kannst du in kleinere Ecken setzen, weil der sich so klein machen kann. Ich bräuchte hier noch eine Lampe. Hier so, das wäre gut. Ich zeige euch gleich, was er trinkt. Und dann nichts abgeben ist. Das ist schon fies, das ist schon hart. Sollte ich nicht mal eben so vergessen. Zweite Smash-It-Palette, und zwar die Mix 16. Die
Die habe ich beide von Claudia. Und das ist dieses... Das ist also ein offenes Getränk, ne? Zwischen die Palettenpuzzle. Das ist... Bin jetzt nicht so Fan von. Das ist die Mix 16. Und die, naja, ihr wisst warum. Das sind so Töne. Was soll ich dazu sagen? Das kann man machen. Moment. Also hier im Endeffekt kräftig den Frühling einläuten, ne? So. Uiuiuiui. So ein bisschen Jawbreaker. Vibes, wenn ihr wisst, was ich meine. Habe ich gerade Vibes gesagt? Halleluja. Jetzt. Das muss der Weißwein sein, das sage ich euch. Ich habe schon überlegt, da einen Schuss Mineralwasser drauf zu machen. Schmeckt bestimmt auch gut. Nein, ich behaupte nicht, dass ich die Weinschorle erfunden habe, sondern ich habe da nur gerade drüber nachgedacht. So, das, ne? Hier lustig Frühling und so. Dann können wir, weil wir mehr Blau in 2020 eigentlich machen wollten, das Projekt ist bei mir gerade so ein bisschen ins Stocken geraten, aber das geht auch. Habe ich jetzt den einen Blauen zweimal? Ja, wahrscheinlich. Nee, habe ich nicht. Ha! Also, davon habe ich auch genug. Ja, yeah, Blau in 2020. Ja, Prost! Oh, ja, naja. Aber wie gesagt, also mit der könnt ihr so viel machen. Und Qualität stimmt auch. Ich glaube nicht, dass die teuer sind. Das müsste Claudia uns jetzt verraten, was die kosten. Ich weiß das nicht. Ja. Meins. Ganz klar meins. Da macht mir die Anwendung auch einfach Spaß. Dann, und die habe ich ja noch nicht so lange, ähnlich riesiges Format, das ist Pixie by Petra Dream Shadow Palette Eye Enchanter. Und ja, ich habe keine Kosmetik von Pixie und das ist meine erste und die ist gut. Und ja, ist ein bisschen neutraler, also man hat hier nicht, die ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen zarter und, aber ich meine, da sind trotzdem solche Töne drin, ne, also Fuchston, ich habe einen dreckigen Finger, deswegen sieht man das nicht so gut, der Fuchston ist drin, da ist ein metallisches Lila drin, Duochrom, Pink, Pfirsich, irgendwas Köstliches. Ein krümeliges, metallisches Walnussbrot. Also es ist mega viel drin und ich habe sie auch noch nicht komplett ausgefahren. Also die wartet eigentlich noch darauf, mal ein bisschen mehr zum Einsatz zu kommen. Läuft, ne? Ja. Ich kriege meine Finger nicht mehr akkurat sauber hier. Das ist... Das ist nicht, dass die Pads nicht ihren Job machen, aber die sind echt klein. Na gut, aber sie sind ja da, um benutzt zu werden, insofern. Ja, 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 ja. So, dann kommen wir mal zu BH. Da habe ich die Nouveau Neutrals 26 Color Shadows and Blush Palette. Das ist die hier. Oh, Mau! Die war aber lange ruhig jetzt, ne? Ja. Ja, Herr Unfug ist jetzt... Aber er hat sich hier ein bisschen mit uns hingesetzt. Da bin ich ja schon stolz drauf, um ehrlich zu sein. Ja. Die Töne gefallen mir halt auch total gut. Die kann ich völlig ohne jede Anstrengung mir aufs Lid datschen und alles wird super. Die Rouge-Töne, ich swatch mal die Rouge-Töne, ich glaube, das macht man einfach nicht so oft. Die sind auch mega krass pigmentiert.
sind auch wirklich, wirklich gut. Also, das ist auch so eine Palette, da sehe ich überhaupt nicht ein, warum ich die hergeben sollte. Verstehe ich gar nicht. Meine Rotationen sind riesig, klar, weiß ich auch, aber das ist wirklich, also die gefällt mir einfach. Die Verpackung ist ein bisschen flimsy, aber das hat ja mit der Palette an sich nicht viel zu tun. Also die finde ich super. Die würde ich auch überall mitnehmen. Und dann habe ich hier zwei BH-Paletten, und zwar einmal die Smoky Eyes 28 Color Eyeshadow Color bla bla, wo ich noch gesagt habe, Mensch, ist die dunkel, ja, smoky. Das ist die hier. Und da sind natürlich Töne wie dieses dunkle Rot. Dann haben wir hier schönes schimmerndes Grün. Der Anteil an Blau und Grau macht mir so ein bisschen zu schaffen tatsächlich. Wenn ich merke, dass ich für den einen Rotton oder für den einen Lilaton oder was auch immer doch eher zu anderen Paletten greife, dann kann das sein, dass die vielleicht nochmal ein neues Zuhause findet. Aber schön ist die. Also die Qualität ist durchgängig gleichbleibend, wie ich finde. Und das ist ein schönes Ding. Wobei, jetzt gucke ich mir die nächste an. Das ist die Modern Neutrals von BH. Komm her jetzt hier. So, und wenn ich mir die angucke, da habe ich auch... Also hier ist ein schönes Grün drin, das ich allerdings auch in anderen Paletten habe. Und die sieht jetzt langweiliger aus als die hier. Ist sie tendenziell auch, aber diese matten Pinktöne zum Beispiel und auch kurz Grün und so, das habe ich in den Smash-It-Paletten. Und hier sind matte Grautöne drin, die hier sind nicht alle matt. Ich fürchte, die Modern Neutrals in Kombination mit den Smash-It-Paletten, ich glaube, der gebe ich ein neues Zuhause. Das, jetzt habe ich hier ein Problem. Logistischer Natur. Wo stelle ich das hin? Also Herr Unfug hat übrigens sein Spezi hier stehen lassen. Das trinkt er am liebsten. Da genehmige ich mir doch glatt mal einen von. Ja, so kann ich saufen. Nicht mal ein halbes Glas Weißwein. Zack, kommt Spezi hinterher. So. Du gehst jetzt dahin und dann gehst du dahin, dann gehst du da oben drauf und dann, ja. So, mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Aber wir haben schon ordentlich Swatchy Pads verbraucht. Das ist auch schön. Da hole ich jetzt auch gleich mal wieder welche raus. Die olle Folie kann mal ab hier. So. Was ist denn hier noch alles drin? Ach so, ja, jetzt kommen so Selbstverständlichkeiten, sage ich mal. Das ist ein echtes Schmuckstück. Also, es ist die Venus 2. Und, also mal abgesehen vom Design, das war einfach, das ist auch einfach Lime Crime pur. Die ist so wunderschön. Und wir haben hier Farben wie Mustard, dann haben wir hier Jam, dann haben wir hier Fly, der ist also unglaublich schön. Den habe ich erst gar nicht richtig wahrgenommen in seiner ganzen Schönheit. Pigeon, also die ist also was ganz, ganz, ganz Besonderes. Vor allen Dingen gab es die zu einer Zeit, wo also man für einen Ton wie Mustard oder Jam, die sich gerade nicht richtig swatchen lassen, weil meine Hand so komisch ist. Aber die metallischen. Okay. Also Pigeon ist klar, ne? Das ist, was das ist. Von seiner Natur her. Und Fly ist einfach ein Duochrom. Das ist ein Weiß-Grün-Gold. Ist wunder, 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 wunderschön. Und ja. Das ist halt einfach... Unter den Paletten, die ich habe, das ist echt so ein OG.
Also ähnlich den Naked Paletten. Ich glaube, Katze ist gut versorgt. Ja, was hat sie denn gekriegt? Putenhack, Soße und Hinterschen. Oh. Also sie hat von allem genascht. Echt? Ja. Es wurde alles genommen. Ja, Kätzchen geht soweit ganz gut. Der Tumor ist riesig. Tatsächlich. Es ist ja ein gutartiger, ne? Aber der ist riesig mittlerweile. Sage ich immer, aber heute hatte ich nochmal so einen Moment, wo ich dachte, Alter, ist das scheiße groß. Mhm. Aber sie frisst. Sie schläft. Das mit dem auf Klo gehen, das haben wir mittlerweile auch im Griff. Sie hatte ja eine ganz schlimme Verstopfung. Und ja, läuft hier, würde ich mal sagen. Und das geht halt so lange gut, wie es gut geht. Ja. So. Ich glaube, nee, wären noch ein paar. Dann habe ich hier die Silvia Garni, die ist ja auch ganz neu. Die habe ich ja letztens auch erst benutzt. ganz tolle Palette. Super Töne. Klar. Den finde ich tippitoppi. Dann die hier natürlich, ganz klar. Aber auch das Grün und das Blau und das Lila und die funktionieren auch alle. Die beiden Highlighter hätte ich persönlich jetzt hier nicht gebraucht, aber die nehmen ja nicht viel Platz weg. Also insofern, nee, schön. Habe ich auch komplett durchgeswatcht in dem Video, meine ich. Ganz, ganz tolle Palette, bleibt auch auf jeden Fall. So, dann habe ich eine, die habe ich mal geschenkt gekriegt. Das ist die Galaxy Chic von BH Cosmetics. Und das war eine der ersten aus dieser Sternfahrtreihe, sage ich mal. Weltallthema. Oh weia. Die Toleranz der Katze ist aufgebraucht. Es sitzen zwei Leute hier in der Küche, das geht nicht. Oh weia. Ich glaube, du bist abkommandiert. Willst du nur noch mal gucken gehen? Oder? Sie will unter ihre Decke wahrscheinlich, ne? Warte. So. Ja. Und allein die Namen. Es ist nicht mehr die Palette, zu der ich jetzt mega, mega super oft greife, aber die ist gut. Die ist einfach gut. Das sind gebackene. Dafür, dass es gebackene sind, sind die echt prima. Es kann jetzt sein, dass die Swatches nicht so mega gut werden, weil ich da sehr viel mit einem nassen Pinsel drin war, obwohl Leute geht. Und dann, nö, funktioniert. Da draußen wird geschimpft. Aber wie gesagt, super, super, super schön. Ich beleuchte hier aber vermutlich auch die ganze Nachbarschaft. Ich sitze ja hier in so einem umfensterten Bereich. Nur hinter mir ist kein Fenster. Da ist auch keine Tür. Da geht's lang. Das ist nur ein Regal. Ja. Ich glaube, nö, das ist meine kleine Weltall-Nerd-Palette, die halt auch so, also Mercury ist halt auch so schön. Der ist halt so ganz schräg. Hier sind so ganz schräge Töne mit bei. Und die können was, ne? Also, wir haben nicht mal die erste Kiste geschafft. Shame on me. Naja, wir haben ein bisschen in der Küche rumgehangen. Wir sind ein bisschen durch die Lidschattenpalettenlandschaft gestapft. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es hätte jetzt, glaube ich, noch die Solar Flare gefehlt. Die sortiere ich ja sowieso nicht aus. Das sollte jedem klar sein. Dann die Glam Reflection Rosé. Die finde ich auch sehr gut. Bleibt auch auf jeden Fall. Nee, ich glaube, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Batterie blinkt und wir sind durch. Winkst du einmal in die Kamera nur mit der Hand? Ja, sehr gut. Team Unfug sagt, bis bald. Tschüss.